Wir haben die Vorgänge von Montag auf Dienstag sorgfältig und akribisch aufgearbeitet. Mittwoch und gestern zusammen mit Kevin und seinem Berater die Situation ausführlich besprochen. Kevin weiß, dass er großen Mist gebaut hat und das vor dem Hintergrund, dass er eine Vorbildfunktion hat, ganz allgemein, aber natürlich gegenüber dem Club und insbesondere gegenüber unseren Jugendspielern. Dieser Rolle ist er in diesem Fall leider nicht gerecht geworden. Und es war klar, für beide Seiten klar, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Wir haben die Gespräche dann in die Tiefe geführt und sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Vertrag auflösen. Einvernehmlich auflösen. Also ich wollte ein paar Sätze sagen, weil es mir wichtig ist. Ich möchte nicht einfach so abhauen. Und erstmal möchte ich mich bei meiner Familie und Freunden entschuldigen, dass sie sich so riesen Sorgen gemacht haben. Bin froh, dass ich hier bin noch überhaupt. Mit den Konsequenzen lebe ich und entschuldige mich dafür bei allen Leuten und ich muss damit leider leben und wir sind zum Entschluss gekommen, wie der Manager schon gesagt hat und mehr möchte ich zu diesem Thema auch gar nicht sagen. Viel wichtiger ist mir, dass ich mich bei allen Mitarbeitern, Mannschaft und Fans. Und den Fans bedanke von ganzem Herzen. Und ich glaube, ich habe immer alles gegeben, habe mich mit dem Verein identifiziert und wie gesagt, habe alles gegeben, habe mich hier auch nach dem Abstieg sofort bekennt und trotzdem ist es jetzt so gekommen und dafür kann ich mich nur entschuldigen, auch bei der Mannschaft, dass so viel Unruhe reinkam jetzt. Deswegen ist es, glaube ich, auch besser, dass jetzt erstmal Ruhe einkehrt und dass die ihr Ziel erreichen können und aufsteigen werden und dass ich dann hoffentlich eingeladen werde und mit den Jungs den Aufstieg feiern kann. Und mir ist auch noch wichtig, es wurde jetzt viel geschrieben, wurde viel gesagt. Ich werde jetzt erstmal erstmal ruhiger machen und möchte mit dem Fußballprofi erstmal nichts mehr zu tun haben. Und ich hoffe, die Presse vor allen Dingen lässt meine Familie und mich jetzt einfach mal in Ruhe und dass ich nachdenken kann, meine Familie in Ruhe gelassen wird und das ist mir wichtig. Bitte tut mir den Gefallen und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ich möchte nur noch mal sagen, vielen Dank an die Fans vom VfB Stuttgart, dass sie mich auch in dieser schwierigen Zeit so unterstützen und der Mannschaft wünsche ich alles Gute und dass sie auf jeden Fall aufsteigen. Ich drücke die Daumen und werde die Spiele im Fernsehen verfolgen. Und wie gesagt, danke für alles. Okay.